Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black, mit der Nito unterwegs in der letzten Pflichtvorproduktionsfolge. Der Rest ist dann Kür und Nutreserve. Ich hoffe, die brauche ich nicht, deswegen werde ich es auch bei dieser Folge dann belassen, erstmal von der Vorproduktion her. Eventuell halt, wenn ich es noch schaffe, die anderen noch mit vorproduzieren, aber erst einmal, kaufen wir Skills. Denn wir haben ja in der letzten Folge endlich Level 70 erreicht. Level 71 müssen wir noch, oder bis Level 71 müssen wir immer noch durchhalten mit Schlamm. Ich glaube, ab Level 71 könnte man wechseln oder Level 71 auch noch, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, jetzt auf jeden Fall Schlamm gibt es noch, wird noch gemacht. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber immerhin, ein bisschen mehr Schaden hauen wir raus. Nicht zuletzt, weil wir auch den heroischen Schlag upgraden können. Sehr schön. So, nehme ich mit. Haben wir. Dann erscheinen. Sehr schön. Auch endlich da mal was Neues. Wir können ja mal kurz 1200 und haben ja ein bisschen was mehr. Ist schon. Im Prinzip ist hier Minimum zu Maximum geworden. Oder andersrum, Maximum zu Minimum. Das ist auch nicht schlecht. Ansonsten haben wir hier erscheinen. Ne, die brauchen wir nicht. Lichtschlag. Na, das sieht doch mal gut aus. Lichtschlag, Item, Klinge, Verbrauch, 2000 zusätzlicher Schaden. Endlich mal. Ist das eigentlich Magieschaden oder was kommt da durch? Weiß ich nicht, ist egal. So, finales Licht mit Level 90 kriegen wir nicht. Aber auf jeden Fall endlich mal neuer Skill. Lichtdeto, Lichtdetonation habe ich den überhaupt? Der hier. Achso, das ist der Fernkampfangriff. Alles klar. Flumm, nehme ich natürlich mit. Was haben wir hier? Level 90 Lichtexplosion, geht leider nicht. Lebenslinie können wir auch wieder. 276, 204. Ja, okay. Wunderbar. Und dann hier Berührung durch Licht. Schafft eine schützende Barriere, die für 5 Sekunden einen Schaden im Wert von 25% der Lebens. Oh. Coole Sache. Nehme ich gerne mit. Flöring. So langsam kommen wir doch mit vernünftig oder bekommen wir ein paar vernünftige Skills dazu. So. Trainierst im Umgang mit der Klimme und verursachst den Schaden. Und erhöht den verursachten Schaden um 59, auch nicht schlecht, nehme ich sehr gerne mit. Dann Magietraining, und der Magieschaden wird auch nochmal angepasst, sehr schön. Was will man mehr? Das heißt, wir schauen tatsächlich ein bisschen besser hin. Das heißt, es dauert nicht mehr ganz so lange in den nächsten Leveln, hoffe ich mal. So, also erstmal heroischer Schlag, erscheinen, Lichtschlag, Lichtdetonation, Lebenslinie, Berührung durch Licht, erlernen Skill-Magie und Magieskill und hast du nicht gesehen und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir nochmal hier in die Fähigkeiten. Nehmen uns den heroischen Schlag, der 671 und Flumm, der hat doch ordentlich Schaden mehr macht, was sehr gut ist. Nehmen uns die Lichtdeto, die wir ja momentan hier oben haben, 1004, zu, wow, da hat auch ein ordentlicher Bonus, na endlich. Lebenslinie selber haben wir hier, da kriegen wir ein bisschen mehr Regeneration, das ist okay. Lichtschild hat sich nicht geändert, aber irgendwo war doch noch erscheinen, ja, Lichtschlag, genau, wir machen mal hier so, Lichtschlag, genau, schön, neuer Skill endlich, mit dem ich mal angreifen kann, mal gucken, wie da ist, Berührung durch das Licht, wieder eine Art Buff, das ist auch okay, nehme ich gerne mit, alles meins, so, wunderbar. Ich bin zufrieden, ich muss nur irgendwann halt Tränke, ich muss mir das echt draufschreiben, dass ich mir mehr Tränke mache und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt ordentlich, hoffentlich einen besseren Schadensoutput als vorher. Wieder ein bisschen besser. Das ist toll. Ich freue mich. So, die Laubklinge kann eigentlich weg, denke ich, die wird mir auch keiner abkaufen. Achso, ich wollte noch hier registrieren, wo ist denn? Sockel. Wo konnte ich den gleich ausrüsten? War das nur ein Elder? Ich glaube schon, ne? Musste ich dazu nach Elde? Ich guck mal, ob ich das hier irgendwo... ich glaube, da Item-Kombination. Nee, das war's nicht. Hast du viel dazu gekommen, da kannst du den hier mal alles merken. So, den war's nicht. Wenn dann hier noch zerlegen... Nee, okay, Elde. Elde beim Dingens war das. Okay, dann gehen wir mal nach Elderin. Flurk. Und holen uns da den... machen den Sockel noch drauf. Ein bisschen mehr, schadet ja nie. Oh, guck mal, hier ist Killer und süßer Killer. Hui. Hallo, ihr zwei Killer. Zwei Killerbräute am Start. Mhm. So. Da hinten hin. Wir haben ja auch jede Menge Quests zum Annehmen. Werden wir auch tun. Mal gucken, was wir dann annehmen können. Aber erst einmal verzaubern. So. Du da rein. Du da rein. So. Und aktivieren. Ein verstärkter Körperangriff. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder auch nicht. Wir werden sehen. Ist egal. Jetzt ist es drin. So. Questliste, Tee aus Funkenhundhörnern. Toll. Das ist unten im Verlies, glaube ich, gewesen, ne?
Ja, ist okay. Nehmen wir an. Ich nehme jetzt erstmal alles an, was ich annehmen kann. Wie viel ist es hier noch? 1, 2. Dann geben wir alles ab, was ich, wenn ich nichts mehr annehmen kann, geben wir alles ab, was abzugeben geht. Ja, ich hätte eigentlich noch WDH, aber wie gesagt, ihr wisst ja, ich nehme so gerne so viel mit wie möglich. Und das ändert sich natürlich nach wie vor nicht. So, wenn das hier jetzt nur die Quest für Dingens ist, dann lassen wir den mal weg hier. Die Level 7er, die irritiert mich auch immer bei dem, beim lieben Bolzen. So. Isia Turm 20, nee, die lassen wir weg. Soras Erinnerungen. Die sieht schon ganz okay. 60 bis 79, klar, die machen wir mal mit. Das ist soweit okay. Die andere lassen wir weg. Okay, dann würde ich sagen, ab nach Uruga. Denn das meiste müsste ja ein Uru sein, ne? Oder? Ist noch ein bisschen was anzunehmen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wirklich nach Uru. Insofern gehen wir auch entsprechend dahin. Flurk. Und nehmen daher erstmal an, bis wir alles abgegeben haben. Was, ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, nun gut. MacGyves. Schöner Dingens. Da ist jetzt auch die komische Waffe drin. Okay. Rest brauchen wir nicht. Rufhelm. Heiliger Ritter. Nee. Okay, kaufen. Ach so. Ja, habe ich ja geguckt, ne? Die Helme 86, 84, ab 84 kann ich erst wieder neues Zeug anziehen. Ach, Menno, wie ärgerlich. Na gut, da dauert es halt noch ein bisschen, müssen wir miterleben. Ich wollte eigentlich nur Skills Quests annehmen. Da oben war eine, das weiß ich noch. Da wollte ich hin. Nun gut. Lehrmeister Cyborn Quest annehmen, ja. Teile der zerbrochenen Klinge. Juhu. Ja. Hab ich. Scheinbar. Questliste. Oh, hier ist noch ordentlich was zu tun. Fino KSA. Ah ja, Fino geht ja los. Schön. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie mal hin, dass ich irgendwann mal nachmittags aufnehme, weil Fino könnte ja vielleicht irgendwie doch mal irgendwann. Also, wie gesagt, mit Nagel war es kein, mit Bolzen war es kein Problem. Das hast du alleine hinbekommen. Aber hier rechne ich mir dann nicht so viele Chancen aus, muss ich zugeben. Da wäre ich gerne mit jemandem im Gruppe drin. So. Ich gehe mal nicht von aus, dass irgendwie, also jetzt sowieso nicht um die Zeit, aber es wird, Tefa ist halt wirklich schwierig mit den Kakus, muss man sagen, dafür sind halt wenig Leute da. Wäre noch so viel los wie früher, bevor Eisel aufgemacht wurde, wäre das was anderes, aber wie gesagt, da ist es halt schwierig, wenn man neu anfängt und keine Leute hat, direkt für eine Gruppe und sowas. Ja, sucht euch am besten Eisel als Server oder aber, ja, fangt zu 5, 6 oder ähnliches an, macht eine Gilde und macht eine Gruppe und fangt gemeinsam und so, dann passt das auch. Gerade hier auf TV, ja, würde mich freuen, ja. Soras Katakomben B. Was, eine Kaku? Okay. Und das für eine Kaku? Kenne ich die? Wann geht denn die los? Anfangszeit 10.32 Uhr, wie spät haben wir es? Ne, das schaffe ich nicht mehr für diese Aufnahme. Sonst hätte ich mich da einfach mal reingeschrieben, einfach nur um zu gucken, was da drin überhaupt losgeht. Weil, die sagt mir gerade gar nichts. So. Ich glaube, die kam neu dazu. Genau, da war ja was. Ja, dann schaut es nicht, wenn wir da mal gucken. Aber ja, heute, wie gesagt, wird schwierig. Wir haben es 10.04 Uhr und ich bekomme langsam Hunger. Muss mir dann auch langsam mal was zu essen machen. Bin noch am überlegen, weil Frühstück habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Ob ich erst was frühstücke und dann danach direkt anfangen mit dem Mittagessen. Das kann auch sein. Das ist sehr wahrscheinlich sogar, wie ich mich kenne. So, wir haben eigentlich relativ viel schon annehmen können. Was mich selber wundert, ehrlich gesagt. Ich dachte, ich hätte weniger Platz, aber okay. Wir hatten offenbar. Ah, wir hatten mal ein bisschen was weggemacht, glaube ich, ne? Ja, genau. Lärmbelästigung 1 nehmen wir auch an. Spinne B hat ebenfalls begonnen. So. Den Möbelverkäufer lassen wir mal außen vor. Gehen stattdessen hier die ganzen Auszeichnungen loslegen. Ja, aha. Okay, das ist Auszeichnung 1. Das waren eher die hier, die, ja. Mal gucken, ob wir sie alle wegkriegen. So. Und, ja, sehr gut. Und damit haben wir auch keine Quests mehr. Das heißt, ich brauche nichts großartig abgeben. Schön. Nur noch halt diese Eisel-Quest, aber das ist ja Blödsinn. Die brauchen wir nicht mehr. Wunderbar. Ich bin zufrieden. Ich habe, was ich will. Ich habe sogar aus irgendeinem Grund schon wieder 11%. Das ist auch nicht schlecht. Ja, dann geht es wohl in der nächsten Folge. Dadurch, dass wir keine neuen Quests annehmen müssen. Was heißt in der nächsten Folge? Ich kann ja schon mal hinlaufen. Geht's halt wieder zum Schlamm. Da locken wir dann aus. Ich weiß gar nicht, ob Risoli da momentan da ist.
Lup. Halt. Warum auch immer ich hier vom Tierchen gegangen bin. Ach nee, halt, warte, ich bleib hier. Wisst ihr was? Ich mache hier mal eine ganz kurze Folge, weil, ihr seht ja, Tränke. Ich muss mir das jetzt ganz dringend aufschreiben, dass ich hier Tränke auf die Niete lege oder ins Lager. Und deswegen bleibe ich hier beim Lager stehen. Wie gesagt, der Nilane, der ja für die Tränke zuständig ist, der muss da halt mal Nachschub schaffen. Entsprechend gehen wir mal kurz zum Türchen nochmal. Gehen ins Lager benutzen. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn alles, was für Tränke notwendig ist. Das hier kann raus. Fleisch. Oh. Okay. Was ich auch gebrauchen könnte, wäre natürlich ein bisschen Dingens. Aber, naja. So. Eigentlich könnte das auch mit raus. Ist egal. Die da kann, glaube ich, weg eigentlich. Aber müssen wir gucken. Ich gucke dann, weißt du was, ich lock jetzt gleich mal um. Und gucken wir mal. Wir können ja einfach mal kommen. Wir machen das mal live hier. Charakterwahl. So. Haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich guck gleich mal, ob ich Tränke habe. Wenn ich Tränke habe, dann ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. So. Plum. Adems. Okay, hier ist die Niete. Da ist Nilane. Da unten ist Nagel, der gerade nackig ist, weil ja Julian das ganze Zeug ausgeliehen hat. Und ja, wie gesagt, ich sag's immer wieder gern. Zu oft plalei ich nicht. Also, ne, Julian ist eine Ausnahme, einfach aus dem Grund, weil ich ihn extrem lange schon als Zuschauer kenne und er mir schon extrem unter die Arme gegriffen hat und weil ich ihm, persönlich eins in die Nase, auf die Nase hauen würde, wenn ich es nicht, Dingens, und ich müsste ihn dazu vielleicht erstmal finden, aber ich finde ihn, haha. Ne, außerdem gehe ich mal von aus, dass ich ihm da diesbezüglich vertrauen kann. So, das ist die Ausnahme von der Regel. So, Nilane steht hier in Alberstol. Das ist toll. Und hat Lebenstrank T3. Hatte ich nicht irgendwo hier. Lebenstrank T3 hat er 30. Ansonsten T4 hat er gar keine. Also 30 Stück ist ja schon mal ein bisschen was. Aber ein bisschen wenig. Ich kann hier mal gucken, was brauche ich für T3 Lebenstrank. Da ist es. Ne, das ist Lebensregeneration hier. Pfeilchen. Also ich muss hier wahrscheinlich erstmal jede Menge Pfeilchen sammeln. Beziehungsweise Ramsier und dann so Pfeilchen zerlegen. Das geht auch. Bin mir nicht sicher, ob ich da die 4 machen sollte. Welches Level brauchst du da? 50. Würde auch gehen. Könnte ich auch direkt Ramsier sammeln und dann T4-Dinger machen. Wäre auch kein Problem. So, wir können aber erstmal ins Lager und holen uns aus dem Lager erstmal das raus, was wir dafür brauchen. Diese hier. Das Fleisch. Gut. Soweit so gut. Das war's, glaube ich, erstmal. Was ist das hier eigentlich? Sprint. Sprint, glaube ich, brauche ich nicht mehr. Gleich weg. Die Mana-Trank T5, habe ich die? Mana-Trank T5 kann eigentlich auch verkauft werden. So. Ich nehme sie mal raus. So, weg ist er. Okay. Lalalala. Ja, wie gesagt, ich wollte die Folge noch voll kriegen, wollte aber jetzt halt nicht erst losreiten. Das wäre blöd. Sonst würde ich das nämlich nicht schaffen von der Zeit her und so. Deswegen lieber so. Die Grünen können auch noch mit. Hier haben wir noch ein paar. Das haben wir auch noch. So, sehr schön. Dann kriegen wir ja ein bisschen was hin. Lebenstrankmäßig so ordentlich sortieren. Steinemäßig. Ach, hier habe ich noch sogar noch T3 Eldru. Oh, okay, brauchen wir auch nicht. Bestienkämpferschweif ist okay. Blablabla. Jede Menge Gemüse, weil wie gesagt, das hier ist halt in der Regel mein. Oh, guck mal einer an. Warten Sie hier. Machen wir gleich mal 11. Hüpf. Hüpf. Komm, die 11 kriegen wir noch schnell hin. Dann habe ich schon mal 50, die ich ins Lager legen kann. Oh, Gordon hat begonnen. Juhu! Braucht kein Mensch nicht. Lalalalalalala. Ja, so ist es im Prinzip, wenn ich herstelle. Nur, dass ich da halt meistens so in 200er Stacks herstelle. Ich muss nur echt mal wieder Ramsier sammeln gehen. Gegebenenfalls mache ich das offscreen mit dem lieben Bolzen. Wenn ich denn die Zeit dazu finde. Denn der liebe Bolzen hat ja die Quest, da kann ich nebenbei noch ein paar XP sammeln, wenn auch nicht viel. Aber das schadet ja nicht. Das wäre durchaus eine schöne Idee, würde ich meinen. Muss ich mal gucken, wenn ich die umsetzen kann. Aus Zeitgründen ist es halt immer schwierig. Warum kann ich jetzt nicht weitermachen? Achso, mir fehlen Siegel. Gut, die habe ich auch noch hier. So. Und so. Habe ich noch mehr? Die Siegel habe ich gar nicht gedacht. Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Niete noch welche hatte. Ansonsten muss ich das Zeug halt kaufen. Ja, 10 Gem hat momentan die Lane einstecken. Reicht, um ein paar Zutaten zu kaufen. Lalalala. Ich weiß gar nicht, was auf den anderen Charts ist. Ist jetzt aber auch egal. Ich will jetzt nicht durchlocken und sagen, hier, guck mal, das hat wieder ein Kohle.
Wie gesagt, dadurch, dass er die hier auch ab und zu mal ein bisschen was verkaufen, ist es natürlich so, dass sie auch ein bisschen mehr Kohle haben. Wobei ich dieses Jahr halt die Hauptverkehrszeit oder Hauptverkaufszeit einfach verpasst habe, weil ich krank war, nämlich Weihnachten. Schade. Aber was willst du machen? So, wir haben Tränke hinbekommen. Wir nehmen mit. So. Warte mal, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich muss jetzt nur noch suchen. So, wir haben 38 T3 Lebenstränke. So. Und dann nochmal 20 T4 Lebenstränke. Kommt da erstmal eine Weile hin. Fähigkeitsrücksetzungsrollen haben wir auch noch. Das ist ganz toll. So. Okay. Muss erstmal reichen. Ja, den Rest sehen wir dann weiter. Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen nach oben da. Freut, ja, schreibt auch mal, wie ihr es gefunden habt, wenn ihr, wie es hier die liebe Niete zu finden oder die liebe Niete zu sehen. Könnt ihr ja mal nochmal sagen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich muss nur kurz mal das Winken finden, weil das geht nicht ohne zu winken. Ja, guck mal. Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüssi!